Hallo bei Bananenbrot TV. Wir machen heute für euch super leckeren veganen Hackbraten. Ich bin da gestern irgendwie drauf gekommen, weil eigentlich wollte ich aus unseren Linsen unsere Köttbullar machen. Wir haben schon mal Köttbullar gemacht, das Video dazu könnt ihr hier oben sehen. Aber dann fehlten mir ein, zwei Zutaten und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt daraus? Und habe da einfach mal eben schnell so einen kleinen Hackbraten rausgezaubert. Und das könnt ihr auch, das geht super easy. Und welche Zutaten ihr dafür braucht, die zeigen wir euch jetzt. Für den veganen Hackbraten braucht ihr Linsen, Paniermehl, Haferflocken, Zwiebeln, frische Petersilie, Liquid Smoke, Sojasauce, Senf, Tomatenmark, Knoblauchpulver, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Piment, Pfeffer, Majoran. So Leute, wir fangen jetzt als erstes an. Das hier sind gekochte Linsen, ist klar, ne? Die Mengenangabe, die ihr in dem Rezept seht, das ist trocken. Also trockene Linsen und die müsst ihr dann kochen, richtig schön weich kochen und dann geht es auch direkt los. Als erstes geben wir die ganzen nassen Zutaten dazu, sprich Liquid Smoke, Sojasauce, Senf und Tomatenmark. Einfach da drauf geben. Die Gewürze können auch dann eigentlich schon direkt mit dabei. Ich matsch das jetzt mit der Hand, glaube ich. Oder soll ich direkt mit dem Pürierstab? Nein, ich mache erst mit der Hand. Erstmal alles schön verteilen, ne? Wenn ihr das auch mit der Hand machen wollt, dann könnt ihr die eigentlich auch schon direkt matschen, die Linsen, ne? So ein bisschen. Als nächstes nehme ich jetzt den Pürierstab, um das so richtig schön fein zu machen, dass da so eine richtig schöne, feine Masse dann daraus wird. Komm her, Baby. So. Ich hoffe, das fliegt mir jetzt nicht um die Ohren in dem flachen Gefäß. Nee, funktioniert, super. Ich werde das jetzt einmal ganz kurz abschmecken. Da muss auf jeden Fall Salz rein. Ich gebe erstmal nicht ganz so viel Salz dazu, weil es kommt ja gleich im nächsten Schritt, kommt dann ja noch Paniermehl dazu. Und ich verstehe es einfach nicht, warum es kein stinknormales Paniermehl gibt. Jedes Paniermehl, was ich kaufe, da ist Salz drin. Warum? Erklär es mir einer. Ich verstehe es nicht. Finde ich unmöglich. Ich sollte mein Paniermehl einfach selber machen. So, im nächsten Step geben wir als erstes die Zwiebeln dazu. So, und die Petersilie. Die habe ich vorher richtig schön glasig angedünstet, damit die richtig schönes Aroma haben. Das mische ich jetzt auch wieder mit der Hand durch. Als nächstes geben wir dann die Haferflocken dazu. 2, 3. Die Haferflocken, die sind ganz praktisch, weil die die Feuchtigkeit ein bisschen mehr aufnehmen. Und jetzt geben wir noch Paniermehl dazu. So, wenn ihr dann so ein Gefühl habt, dass die Masse noch ein bisschen feucht ist, aber trotzdem schon zusammenbleibt, dann ist es genau richtig. Dann nehmt ihr euch eine Form, wo ihr den dann reinpacken könnt. Ich nehme ihn jetzt einfach mal hier raus, weil das ist so blöd in der Schüssel. So. Und jetzt könnt ihr Folgendes machen. Entweder die Form komplett ausnutzen oder ihr formt euch einen Hackbraten. Ich nehme jetzt mal hier rein direkt. Macht den aber ein bisschen flacher. Und das gute Stück geht jetzt bei 30 bis 45 Minuten ungefähr bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Und wir sehen uns gleich wieder zu der Präsentation von diesem super leckeren Hackbraten. Meine Lieben, der Hackbraten ist aus dem Ofen und er sieht einfach nur fantastisch aus. Schaut ihn euch an. Ist genial, oder? Von innen sieht er wirklich aus wie so ein ganz normaler Hackbraten. Und oh, er riecht so lecker. Ich probiere ihn jetzt ganz wacker für euch. Auch super fest, ne? Guck mal hier, der fällt nicht auseinander, nix, ne? So, mit ein bisschen Senf. Ein Träumchen, wirklich super lecker. Den könnt ihr so mit Senf essen oder mit einer super leckeren Bratensoße. Die könnt ihr hier oben sehen. Da haben wir ein ganz tolles Rezept. Einfach mal nachmachen. Und das hier solltet ihr auch nachmachen. Damit überzeugt ihr auch Fleischesser. Ich schwör's euch, macht es nach. Und wir sagen einfach nur noch Ciao mit Bau, Bananenbrot TV.